erster scharfer Test mit Motor und Antriebswelle. Das ist jetzt erstmal provisorisch alles angeschraubt. Der Riemen ist noch gar nicht angespannt. Wahrscheinlich muss man den Motor ein bisschen nach vorne schieben. Und hier noch so eine Spannrolle dran machen. Oh! Sieht tatsächlich, aber der Riemen geht nicht mehr ab. Aber es läuft zusammen mit der Welle. Nachdem die Welle wieder repariert wurde, also ausgerichtet wurde und alles wieder eingebaut ist, jetzt mache ich so einen Zwischentest und ich glaube, das sieht diesmal sehr perfekt aus. Also kein Rütteln, Schaukeln, die Welle läuft sauber, also passt. So, nachdem das Wichtigste zusammengebaut ist, machen wir ersten Trockentest. So, hier zunächst einschalten. Passiert noch nichts. Jetzt muss man den Sender einschalten. So, jetzt leuchtet was. Jetzt probieren wir Gas zu geben. Ja, es geht. Vorwärts, rückwärts. Probieren wir Servo. Jetzt Polizeiauto mit Funkfernsteuerung ist unterwegs. We'll be right back.
Nochmal drücken. Drück. Polizei ist hier drin.